Ich hoffe doch mal, dass ich das. Ja, alles noch. Okay. Jetzt müssen wir mal konzentrieren hier. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Herzlich willkommen beim Biwak Bundesbiertrinker im Wald außer Kontrolle, Wilder Wald Fichtacher. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe die Waffen bei. Toll. Hammer und Pistole. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Enrico Jens, das Testprodukt. Bier. Meist Bier. So. Was gab es in der letzten Folge? Ach Mann, ey. Wasser. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Wasser, ja, wir haben Wasser getrunken. Naja, ein bisschen verdreckt und vermischt. Ein feinstes, geiles Blechbier. Herbst da ist sogar noch ein Stück drin. Ja, so. Jetzt haben wir das Fichtacher Wilder Wald Gold Award 2021 Meiningers International Craft Beer Award. So, Fichtacher Biere sind garantiert reine Naturprodukte. Ja, hatten wir ja schon. Fichte nachher. Der Wie der wilde Wald in die Flasche kommt. Alle Infos zu Bier, Buch und Film unter wilderwald.info. Wir haben ja ein Bier mit 5,3... Nimm doch mal das Wasser weg. So. Ein Bier mit 5,3% Wassergerstenmalz, Hopfen, Hefe, gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot. Malzgabe, helles Pilsner Malz, dunkles Münchner Malz, Karamalz. Oh Mann, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist eine schöne Brauerei. Ey. Hopfengabe, Barthas, Barthaare, Barthas, Barthas. Perle Tradition Select und Kalthopfung Lupo Max saß auch noch, Alter. Relax Galaxy Provoac und Polaris. Und wir beenden die Sendung jetzt und wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, reingehauen. Ciao. So. Also, das sieht schon mal besser aus als der Vorgänger, den wir getrunken haben hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, als es klingt. Auf jeden Fall. Also ein oder zwei Punkte. Naja, komm, zwei würde ich geben. Na gut, weil wir wissen, was es nicht schmeckt. Ja. So, da zittert die Leber, Junge. Okay. Augensucht oder Augenflucht kannst du ja in einem Weinglas nehmen. Gut. Und auch mal die rote Zora. Dann werden wir mal gleich mal gucken, wie viel in dein Glas drin passt, du. Ja, super. Ja, vielleicht finde ich da noch einen Klick. Warte, wir haben ja hier noch ein Glas. Ah. Hier, was ist damit? Vielleicht nehmen wir das hier. Der Kelch, der heilige Kelch. Nicht so. So. Der heilige Aal, Gral. Jens. Ecke, das bin übrigens Ecke. So. Danke für das schöne Glas. Eingießen. Oh Gott, reicht. Wenn ich jetzt schon sehe, ey. Wohl bekommst. Also, schöner Schaum, ja, muss man ja sagen. Trüb. Sehr trüb. Hat schon was von Saft. Wenn ich jetzt sehe, dann weiß ich auch schon, wie es schmeckt. So ein schönes, fruchtiges Pale Ale, Pale Ale. Ja, der Schaum ist schön, wirklich. Ach komm, zwei Punkte oder ein Punkt. Na, zwei. Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe? Wir grüßen. Wir grüßen die Brauerei mit dem leckersten Pale Ale aus unserer Nähe. Wollte eigentlich fast sagen, dass es nur ein Punkt wert ist. Zeig doch. Ja, ein Punkt. Ich bin ein bisschen traurig. Wir grüßen die Brauerei mit dem besten Pale Ale aus unserer Umgebung. Genau. Bernauer Braugenossen. Ja.
aus Bernicke. Zum Wohl, Jungs. Bernicke bei Bernau, fangen wir mal dazu, wa? Genau. Ach, das riecht auch schon so, Mann. Guck mal, das funkt so dumpf. Buh, buh, buh. So, soll ich es gleich stehen lassen? Dann kann ich es ja. Also, wir haben ja, also ich habe mittlerweile festgestellt, dass das normalerweise immer viel besser schmeckt, wenn man halt aus dem Glas trinkt, das Bier. Sehr bitter. Ich möchte mir aber jetzt nicht vorstellen, wie denn aus der Flasche schmeckt, wenn es so schon aus dem Glas schmeckt. Hm. Hier, guck mir mein Gesicht an. Guck mich an, Junge. Ach komm. Frucht. Bitter, bitter, bitter. Malz. Und dann kann man die Zunge nicht mehr heben. Gut. So. 3 Punkte oder was? Ja. Special Points. 3 Punkte. Hat Special schon Points. Einen Punkt verdient. Da. Ja, gut. Dann für Buchfilmverleiher. Deutsche Dreinheitsgebot? Na, ist das ein bayerisches? Bayerisches Dreinheitsgebot. Vielleicht machen wir mal 10 Punkte, weil das bayerische Dreinheitsgebot ist und nicht das deutsche. Mm. Uwe? Mm. Wegkippfaktor? Ja. Auf jeden Fall oder nur wegkippen? Auf jeden Fall. Das ist ja nun mal gar nicht meins, ne? Das ist ja wirklich, das ist also. Das wird ein kurzes Video. Ja, ach so. Hast du noch eine Weisheit? Hm? So lange wie ich zusammenzähle. Ja. Intelligenz säuft, deshalb bin ich auch nie nüchtern. So, und ein kleiner Witz. Ach so, das habe ich schon gehört. SMS unter Freunden. Trinken wir heute 1 bis 2 Bier? Antwort: 12 schreibt man ohne Bindestrich. Ja, nicht mal. Was ist denn los mit ihm? Ja, muss man schon aufpassen, ne? Wenn man sich verschrieben hat, dann sollte man halt schon korrigieren. Ja, oder man spricht Lehrerin. Ja. Dann halt noch ein bisschen News, beziehungsweise also, Fakten. Also entweder Seg doppelt oder das ist hier doppelt. Ist ja doch doppelt. Ah, jetzt bin ich aber ruhig. Ja. Alter. Und eine blöde Frage natürlich. Mhm. Welche Bierinnovation gibt es 2024? Bier mit. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche komischen verschiedenen Mixbiere oder was. 2024, was ist denn hier so toll in Deutschland? Wo verachten wir denn alle? Die Welt geht doch unter. Ist das so, ja? Deswegen müssen wir ja Apokalypse-Bier oder was? Grün sein und auf unseren Ausstoß uns kümmern. Aber CO2-Bier? CO2-freies Bier? 2024 bringt Biere mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Wie solche mit geringem CO2-Fußabdruck und biologischen Zutaten. Auch Biere mit natürlichen Aromen wie Frucht und Kräuterzusätzen sowie kohlenstofffreie Getränke sind auf dem Vormarsch. Das glaubt wird selig. So, jetzt gehen wir mal wieder raus aus dem Märchenwald, ne? Ja. Und gucken mal, was das Bier für Punkte hat. Ja, das Bier. Mit wenig und 7 Punkte. Ganz knapp. Blech. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. N-O. No.
Hör mir doch mal auf jetzt damit. Ich möchte mal was Vernünftiges wieder trinken. Also. Ja, ist ja richtig. Ich habe es angeschleppt. Ja, aber man musste. Wir sind keine Pale Ale Trinker. Wir sind so die Pilzleute. Das ist so wahr. Ja, wer eine Pale Ale trinkt, der soll das bitte trinken. Das ist bestimmt dein Fall, wenn du uns gerade zuhörst. Dann, ja, bitte probier das aus. Wir wollen das nicht hier schlecht machen, aber unser ist es nicht. Ne. Und als nächstes gibt es einen Pilz oder ein Hellet oder ein Festbier. Mal gucken. Festbier hört sich doch nicht schlecht an. Oder? Oder halt andere. Im Prinzip ist es mir wurscht. Ditte hier jetzt. Was ist das? Was ist denn ditte? Weiß ich nicht, ich muss kurz gucken, ob das. Oh nennen. Gott. Ach, Export geht doch hoch. Oh Gott, oder? Export. Steht Export drauf. Da krieg ich schon einen Schlacker. Hüttenbier. Guck mal, wie der Opa schon grinst. Wir gucken. Der hat den Schalk im Nacken, oder sagt er? Guck doch mal. Achso, ja, schon sehr im Nacken. Ah, ja, ja. Der hat ja keinen Nacken. Der ist eins abgemagert. Guckt mir schon so komisch. Könnte ruhig mal ein Bier mehr trinken. Ach, so, also, in der nächsten Folge das gute Hüttenbier, oder wie du hieß? Ob er gut ist, das werden wir erstmal sehen. Unbedingt den Kanal abonnieren und liken. Schon wieder ein bayerisches Bier. Und mal einen Kommentar da lassen und dann freuen wir uns. Ja. Und antworten auch und reagieren im nächsten Video vielleicht darauf auch. Na dann, haut da rein, bleibt fein, so muss das sein. Trikot hat einen kleinen.